nochmal irgendwo getroffen werden, ohne dass wir großartig Schaden nehmen. Das soll jetzt auch nicht so schlimm sein. So, ich mache mal hier die TNT weg. Eine schöne Massenexplosion. Und dann gehen wir wieder in den nächsten Raum. Ja, hier können wir uns natürlich wieder mit dem Teil hier die Münzen holen, mit dem kleinen Magneten. Können wir vielleicht gleich nochmal am Shop vorbeischauen, mal sehen. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie jetzt hier aussieht. Oh, sehr schön, das war auch instant tot. Ja, wir haben 10. Wir haben, ne, 12 sogar. 12 Herzen jetzt momentan. Oder 11, eher gesagt. Ein normales Herz haben wir ja verloren. Das ist auf jeden Fall fett. Also ich glaube, jetzt gucken wir vielleicht mal ein bisschen weiter. Jetzt mal gucken. Da ist wieder der kleine Freund. Der braucht wieder ein bisschen Kohle. Den können wir gleich mal vielleicht mit ein bisschen Kohle füttern. Dann können wir mal schauen. Ja, die sind echt nicht schlimm. Also, sollte man, gerade die Grünen, die ziehen einem auch ein komplettes Herz ab, wenn man getroffen wird von dieser grünen Kugel. Und das ist echt nicht schön. Also, so rote Kugeln, so ein halbes Herz kann man noch verkraften, aber so ein ganzes Herz, ey, das ist schon richtig scheiße. Hier sollte man wieder in Bewegung bleiben. Bewegung, Bewegung und dabei nicht getroffen werden, wie ein Noob. Aber wir sind ja gut ausgerüstet hier mit einer Menge Herzen. Bei denen kann man einfach stehen bleiben, man sieht's. Ich könnte jetzt hier ewig stehen bleiben, die würden mich nie treffen. Also, das sind quasi Idioten-Mobs. 13 Münzen haben wir, gut. Wir bräuchten eigentlich 15. Die Viecher sind auch ätzend, habe ich ja schon mal erklärt. Wenn die einen so einkringeln, wie dieser Wurm von vorhin. Boah. Wenn man dann noch so kacke langsam ist wie ich, dann hat man da ein ganz großes Problem. Der Mob quetscht sich gerade hier irgendwie in den Felsen rein. Wir haben natürlich auch wenig Reichweite jetzt gerade. Ey, was ist denn hier los? Gut. Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Secret Raum. Ich guck mal, ob der hier ist. Hier zwischen ist eine gute Stelle vielleicht für einen Secret Raum. Ja. Hallo Bombe. Ja, cool. Ja, die Bombe explodiert einfach nicht. Auch cool. Hä? Ach, scheiße. Oh, ich bin auch doof. Ich habe ja meinen Remote. Stimmt, dafür ist der da. Mein Gott, ich bin auch ein Trottel. Ja, mit dem Remote Control können wir die Bombe kaputt machen. Also, wenn wir wollen. Nicht wenn die Bombe einfach hat, dann keinen Zeitzünder mehr, sondern wir detonieren dann die Bombe. Auch richtig peinlich. So, hier, wie gesagt, wenn man einmal auf die Dinger geballert hat, kommen da keine Spinnen mehr raus. Die Spinnen sind auch extrem nervig, weil die laufen zufallsbedingt, glaube ich, lang. Das ist schon sehr nervig. Mal gucken, ob hier ein Secret-Raum ist. Muss er weglaufen. Zack. Nee. Nee, nee, nee. Sieht schlecht aus. Vielleicht hier hinten nochmal gucken. Gucken wir hier hinten nochmal. Ist natürlich beim Bossfight eigentlich eine ganz nette Sache, wenn man da so Bomben zünden kann, wann man will. Das Einhorn. Ja, ich glaube, das nehmen wir mit. Das ist einem einiges besser als unsere Bombenmaschine quasi. Weil da können wir mit dem Einhorn, das hatte ich ja schon mal, da wären wir kurzzeitig unbesiegbar und können in die Gegner reinlaufen und verursachen dann eine Menge Schaden an den Gegnern. Das ist auf jeden Fall eins der besseren Items schon. Hat, glaube ich, auch nur 3 Räume oder was Abklingzeit. Das heißt, nach 3 Räumen können wir das wieder benutzen. Ja, in den Penny-Raum können wir ja mal reingucken. Ich habe da 5 Schlüssel. Greed! Wir spielen gegen die Gier. Wenn die uns trifft, verlieren wir Münzen. Das ist schon eine stärkere Version von der Gier. Spawnt jetzt ein paar Einheiten. Normalerweise kommt sie einem nur dumm hinterhergerannt und schießt einen einmal an. Wenn man nicht wieder wie so ein Trottel getroffen wird, wie ich jetzt gerade. Und eine 50 Rabattmarke ist da, glaube ich. Ja, 50% Rabatt. Kriegen wir jetzt auf jeden Gegenstand, glaube ich, den wir finden oder kaufen können, eher gesagt, im Shop. Kriegen wir jetzt 50% Rabatt. Ist auf jeden Fall geil. So, da bin ich mal jetzt gespannt. Jetzt gehen wir natürlich zum Boss. Mal gucken, wer ist das? Carrion Queen. Ach du Scheiße, die kenne ich gar nicht. Okay. Sieht aus wie Guppy, wie Chubb. Ja, sieht aus wie Chubb, ist Chubb. Ach du Scheiße. Och nee, oder? Sag nicht, wir können ihn nur am Arsch treffen. Ach du Scheiße. Bitte nicht, oder?
Oh doch, wir können die nur am Arsch treffen. Oh nein, das ist gar nicht cool. Yay! Unser Item hat es ja übelst gebracht. Aber übelst der übelsten Sorte. So, die roten Scheißhaufen hier wegmachen und uns noch ein neues Herz holen, ist klar. Dann haben wir wieder 5 Herzen. Dann gehen wir mal in den Teufelsraum rein kurz. Ach, hier ist wieder das Scheißding. Wir könnten jetzt 3 Seelenherzen gegen das Tarot-Tablett eintauschen. Dieses Tarot, nicht Tarot, Ouija-Brett. Sollen wir das machen? Nee, das machen wir nicht. Komm, wir spielen sicher. Jetzt haben wir mal so viele Herzen, jetzt wollen wir mal nicht hier so rumgambeln im Teufelsraum. Ein Geschenk und wieder ist Scheiße drin. Und alle lachen uns aus. Oh Mann. Selbst die Magdalena wird nicht verschont. Oder Magdalene, Magdalena, Magdalene. Alles egal. Alle sind so am Weinen. Und hier kommen wieder die kleinen Schappableger hier, die einen mal so anchargen und ich werde wieder doof getroffen, weil ich doof bin. Und die Musik hat sich schon sehr verdüstert, kann man sagen. Ja, die halten auch eine Menge aus, die Viecher. Und was haben wir hier? 2 of Hearts. Jo, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ach, hier ist wieder so ein Teufelsraum. Gut zu wissen. Seelenherz. Und die Katze. Die Katze ist wie folgt. Mal, wenn man die einsammelt, hat man 9 Leben. Hat aber nur ein Herz, glaube ich, pro Leben. Deswegen sammle ich das jetzt mal lieber nicht ein. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Aber ich meine, wenn man die Katze einsammelt, hat man 9 Leben. Und, ja, wir haben direkt den Secret-Raum aufgesprengt. Ja, und dann hat man 9 Leben, also man kann 9-mal sterben, aber man hat auch nur noch ein Leben. Also nur noch ein Herz. Und ja, das wollte ich nicht unbedingt einsammeln jetzt. Das ist natürlich Eternal Life. Was war das denn nochmal? Ach genau, wir kommen einmal wieder, glaube ich. Mit ganz normalen Herzen. Also wenn wir gestorben sind, kommen wir einmal wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Oh nein! Oh nein, 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 nein. Erstmal alle in die Ecke locken und weg, weg. Hier gibt es immer einen Trick, alle in eine Ecke locken und dann schnell rumlaufen. Das geht hier ganz gut. Ach Mann, ich depp. Wenn man die einmal kaputt gemacht hat, habe ich ja erklärt, dann gehen die auch leichter kaputt, die Affen. Aber hier verliere ich eigentlich grundsätzlich, bei den Viechern verliere ich eigentlich grundsätzlich immer Leben. Also, oh, und nochmal. Wo sind wir denn hier? Ah, Copycat-Raum oder was? Ui, vor allem die Augen aufhaben, die rennen so schnell. Die machen mir ganz Angst, ganz dolle. Man sieht's hier, ey, die gehen ab wie Schmidts Katze, ey. Wenn die mich sehen, ey, da werden die ganz rattig. Auf die kleine Magdalene. Ja, die holen wir uns auf jeden Fall, die Kiste. Eine Goldkiste. Da sind immer nützliche Items drin. Habe ich ja schon erklärt, mit den Felsen kann man Brücken bauen. Die Pille, was bringt die Pille? Range Up, jawoll. Endlich mal was Nützliches. Und Minenhelm. Minenhelm können wir, glaube ich, durch die Wände gucken. Ja, wir können durch Türen sehen. Mit dem Minenhelm. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war so, wir können dann sehen, ob hier ein Secret-Raum ist normalerweise. Ich meine, das geht so. Ja, genau, wir sehen jetzt hier, da unten ist halt zum Beispiel ein Fragezeichen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den nur sehen, weil der aufgedeckt ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls bringt das Item ein bisschen was. Besser als kein Item, würde ich mal behaupten. Ja, die Viecher hatten wir ja schon mal, hab ich ja erklärt, nicht in diese rote Grütze reinlaufen. Ja, ich erklär's und fährt selber rein. Ich depp. Nicht in diese rote Grütze reinlaufen, weil man dann Schaden bekommt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese Viecher sind sehr nervig. Weil die machen diesen komischen, ekelhaften Strahl und ja, wenn da mehrere kommen von, dann ist das. Wieso werde ich denn so doof getroffen? Ja, yeah, Balls of Steel, eine blaue Pille sind meistens immer Balls of Steel. Da war auch noch ein Secret-Raum. Gehen wir direkt mal rein. Bombe. Sprengen. Yay. Was ist das? Ah, nur so ein Kackraum oder nur so ein Kack. Ah, kaputt. Und wir kriegen 3 Bomben. Sehr schön. Ja, also man kann jetzt mit dem Minenhelm durch die Wände gucken. Das sind sogar manchmal, also in manchen Ebenen sogar 2 Secret-Räume. Auch mal cool zu wissen. Wusste ich jetzt auch noch nicht bis jetzt, aber okay. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir hier unten? Oh nein. Oh nein, das sind die mit dem Schwebekopf. Oh nein, 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 nein. Ihr seid nicht so böse auf mich. Geh kaputt. Geh
Geh kaputt. Na los. Ja. Sehr schön. So, wo gehen wir lang? Wo gehen wir hier unten lang? Ach, Mann, ey. Ich werde aber auch doof getroffen hier. So. Zum Glück haben wir den kleinen Steven dabei. Steven, der macht ganz schön gut Damage. Dem können wir den ganz schön gut kaputt hauen hier. Ach, meine Güte, ey. Ja, jetzt. Zum Glück haben wir. Ach, Alter! Was ist denn los hier? Ich glaube, richtig doof hier. Muss man den Gegner kaputt machen. So, was haben wir hier? Oh nein. Ich werde jetzt in jedem Raum neuerdings getroffen hier. Das ist richtig bitter. So, hier haben wir so einen kleinen Secret, so einen kleinen Bossraum. Da gehen wir auch auf jeden Fall rein. Pride, das ist der Stolz, glaube ich. Der macht immer so einen komischen Zickzack-Eck-Damage. Kennt man ja, und Trollbomb spawnt der, die kommt man hinter einem her, da sollte man ganz schnell weg. Jetzt springt man in die Luft. Boah, macht der jetzt die ganze Zeit Trollbomb oder was? Nee. Alter. Mach mich nicht fertig, Alter. Sehr schön. Jetzt noch die Trollbomben abwarten und eine Tarotkarte. So, Sun. Vollgeheilt. Okay, muss man merken, die Sonne heilt uns voll. Hab ich irgendwas vergessen? Wir haben 15 Münzen, wir gehen auf jeden Fall in den Shop. Geht mal vorbeischauen, mal sehen, was es da so gibt. Man weiß ja nie. Und dann jetzt ab zum Boss. Spitzhacke? Wir sollten uns, glaube ich, lieber das Seelenherz auf jeden Fall holen. Die Spitzhacke? Was ist die Spitzhacke? Notched Eggs. Okay. Also wir können mit der Axt anscheinend irgendwie so Steine wegmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir das in jedem Raum machen, aber bis jetzt ist unser Einhorn auf jeden Fall cooler. Gerade wenn wir jetzt gegen den Boss kämpfen, ist das um einiges geiler. Aber auch mal ein lustiges Item. Jetzt weiß ich wenigstens, was diese Notch-Axt macht. Monstro 2. Ja, Monstro kennen wir ja schon. Der kotzt ein bisschen rum, hüpft ein bisschen rum, macht ein bisschen Aua. Nicht so wett. Alter, okay, ich habe nichts gesagt. Komm her, du Viech. Natürlich, hält natürlich schon ein bisschen mehr aus. What the fuck? Boah, der macht ja ohne Vorwarnung. Der Pimmel. Gibt's ja gar nicht. Ohne Vorwarnung geht der hier einfach auf mich los, der Spast. Aber der ist trotzdem noch ziemlich simpel. Jetzt lass ich mich mal treffen. Kommt mal die Grütze dahin. Ey! Wieso? What? Oh, hätte ich mich mal nicht treffen lassen, Knoop, ey. Aber diese Bienen sind auch schlimm. What? Oh, ich laufe auch noch rein, ey. Oh. Komm schon. Ist ja auf, rumzukotzen hier. Yay! Lucky's Horns! Er ist appeared im Basement. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber gut. Was haben wir hier? Magic 8 Ball. Tears up. Yay. Mehr Tears Damage. Und Judgment. Judgment habe ich, kenne ich auch noch nicht. Nächste Ebene. Mal sehen, was uns da erwartet. Die Tiefen 2. Und wir wollen eine Lady von uns überzeugen. Aber kriegen wieder mal die Hosen runtergezogen. Oh Mann. Hier ist auch ein Secret-Raum. Können wir direkt rein. Sehr schön. Unser Minenhelm ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Und hier ist der kleine Trollface. Trollface-Boy. Forever Alone Boy. Dann wollen wir mal gucken. Gleich nochmal in. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Diese Viecher hasse ich. Diese Viecher hasse ich sehr. Oh, fuck. Ah, fucking hell. Man sieht schon, also man muss immer auf der Hut sein. Wann? Die können einen auch mehrmals treffen, hat man ja gerade gesehen. Ich bin so ein Noob. Jetzt habe ich es endlich getroffen. Ich glaube, wir ziehen auch diese Kack-Trollbomben an. Ich bin mir aber nicht sicher. Speed up. Endlich sind wir ein bisschen schneller. Das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so einfach werden. Ey, geh weg von mir, du Viech. Die Fliegentypen, die sind immer noch pups einfach. Können gar nichts. Sind einfach nur die übelsten Lappen. Wollen wir hier oben wieder auf den Raum? Oh nein. Ach Mann, ey. Warum trollen mich denn diese Hüpfer immer so kacke?
Brauchst du nur einen Schritt zur Seite gehen. Oh nein! Was ist hier? Hier können wir Leben opfern. Nee, will ich nicht. Judgment, komm, setz mal ein. Was ist das? Ach, der Typ. Ja komm, vielleicht gibt's uns ja mal ein Herz. Jawohl, sehr schön. Rotten Meat. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich, auf jeden Fall. Jetzt sterbe ich definitiv. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Im Gegenteil, ich krieg sogar noch eine Bombe. Ah, ich würde so gerne dahin. Ich würde so scheiße gerne dahin. Ich weiß nicht, können wir mit den Bomben auch Treppen darüber machen? Nee. Ah, fuck, ey. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Nein! Oh! Okay. Aber wir haben ja unseren Ankh. Stimmt ja, da war ja was. Da gehen wir jetzt aber nicht nochmal rein, wir müssen jetzt woanders hin. Ah, wir haben jetzt aber keine Leben mehr. Das heißt, es wird jetzt gleich zu Ende gehen mit uns. Und der, die arme Magdalena, oder Magdalene, die jetzt komischerweise eine Glatze hat, oder kaum Haare irgendwie. Gruselig. Total gruselig. Ja, wird auch nicht verschont. Aber ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist schon echt heftig krass geworden jetzt. Also, hat sich einiges verändert. Auf was für Sachen man jetzt alles achten muss. Kommt von überall, kommen irgendwelche Kugeln angeschossen und... Ach, das ist einfach nur hart. Oh nein, jetzt kommen auch noch mehr von diesen komischen Spastikern. Schreien auch immer so gruselig durch die Gegend. Können eigentlich nicht viel. Wenn ich nicht wieder diese Kugeln laufen würde. Gut. Ja, wir haben nur noch ein Seelenherz. Wir haben nicht mal mehr normale Herzen. Das ist sehr cool irgendwie. Komm, machen wir jetzt noch eben die Gegner hier kaputt. Können wir vielleicht noch ein goldenes öffnen. Yay, komm her. Eine Brille. I've seen everything. Ja. Wir haben jetzt einen Minenhelm und eine Brille. Mein Gott, was wollen wir denn noch alles sehen? Sehen doch schon alles. Forever Lone Boy. Oh, hier kommen wieder diese Schreihälse. Leck mich doch am Arsch. Ja, das war's dann wohl, würde ich mal sagen. Wir haben eine Menge Items eingesammelt, das sieht man ja hier. Also, heftig, heftig, also. Ja, der Schwierigkeitsgrad hat sich um einiges angezogen. Ja, ich würde sagen, das war's mal wieder für heute mit Binding of Isaac. Ich hoffe, euch hat's gefallen und würde einfach sagen, wir sehen uns bei der nächsten Runde in Binding of Isaac wieder. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was für ein Held oder was für einen Charakter ihr lieber mögt. Magdalene oder Isaac oder vielleicht auch einen von den anderen, die ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.